Are you ready? Touchdown! Guten Morgen, Ron. Schön, dass ihr wieder da seid. Auch mein Mikrofon funktioniert endlich wieder. Ist das nicht schön? Ja, die letzten drei Videos waren ja ohne Kommentare. Das tut mir sehr leid. Anscheinend war der Anschluss meines Mikrofons irgendwie defekt. Naja, ich konnte das ja trotzdem sehen mit einer schönen Musik im Hintergrund. Ja, tut mir sehr leid. Bin ich echt froh, dass das letzte Video jetzt in der Zoom-Erlebniswelt da ist. Habe ich eigentlich schon gesagt, willkommen auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja, sowas geht dann manchmal durch die Lappen. Aktuell ist es 5 Uhr morgens. Am 30.12. Also kurz vor Silvester. Ja, das ist das Problem, wenn man vorher aufnimmt. Ja, wie gesagt, was habe ich denn alles so schön gesagt? Achso, unsere Freak Army, die wir hier haben, ist super. Super. Finde ich klasse, aber noch zu wenige. Noch zu wenige. Sagt allen Bescheid. Oma, Opa, Tante und Onkel, dass alle diesen Kanal abonnieren. Das würde mir weiterhelfen, um einfach auch noch mehr Content zu bekommen und herzustellen. Und ach, ihr wisst doch, was ich meine. Wir müssen einfach größer werden. So sollte es sein. Ja, neues Projekt. Möchte ich auch gerne in den Start gehen. Das wird wohl dann das erste englische Projekt. So, das habe ich so im Kopf. Ich kann schon mal verraten, das wäre dann auch ein Stadtzoo. Das habe ich so einfach im Kopf. Was genaueres wird man dann sehen. Und ob das alles so hinkommt. Also mein Plan ist es. Aufgrund der Recreations, wo man nicht so detailliert bauen kann, aufgrund der Masse, die man bauen muss, würde ich jetzt gerne ein Zoo mit maximal vielleicht 10 Anlagen bauen, aber dafür mega detailliert. Da hätte ich wohl noch zu. Also Plan hätte ich schon im Kopf. Da müssen wir dann mal sehen, wie das da so wird. Und ob das was wird. So, hätte ich dann fast Probleme, das Eingangstor zu setzen, aber es ging dann doch relativ gut. Ja, die Elche bauen wir hier, das letzte Gehege, habe ich ja schon gesagt, ein bisschen melancholisch, ein bisschen, ja, dass das jetzt doch zu Ende geht. Ja, wie gesagt, wie es jetzt weitergeht. Ob ich auch diese Tryouts-Videos noch mal ein bisschen mehr fokussieren sollte, wo man ein paar Spiele ausprobiert. Das könnte man auch noch machen. Schauen wir mal. Wir schauen einfach mal. Ja. Mir hat diese Serie, diese Staffel sehr, sehr viel Spaß gemacht. So viel kann ich sagen. Was als nächstes kommt, wie gesagt, da müssen wir uns überraschen lassen, was die Zeit bringt. So, hier hatte ich das Problem, ich mache das Spiel ein bisschen, egal welche Farbe ich geändert habe, das ist wieder in die Ursprungsfarbe zurückgesprungen. Keine Ahnung. Jetzt hoffe ich doch, dass ich das vor Veröffentlichung nochmal geändert habe. Ja. Wie gesagt, ich bedanke mich und fürs tolle Einsenden, Zusehen meine ich. Kommentieren, liken. Ich habe mich jedes Mal gefreut. Ja, wollte einfach mal Danke sagen, dass ihr so zahlreich geklickt habt und geguckt habt. Wir sehen uns dann gleich im Realtime-Part wieder, würde ich sagen. Bis gleich. We'll be right back.
So, da sind wir wieder im Realtime-Part. Letztes Gehege, fertig. Ein bisschen Wehmut macht sich breit, muss ich sagen. Und wir haben die Elche gebaut. Ich hoffe, alles soweit gut versteckt. Die Tore einfach nochmal aus dem Großgehege da, dem Savannengehege genommen. Warum auch nicht, ne? Dafür ist ja da. Ja, ich werde dann noch so ein paar Tiereinstellungen vornehmen. Also, man hört es ja immer wieder im Hintergrund. Das und der sind geboren. Also, das werde ich nochmal in Angriff nehmen. Und Arbeitsbereiche sind soweit gemacht. Ein paar Mülleimer, ein paar Bänke fehlen noch. Das ist ja schnell gemacht, ne? Und ja, wie ihr seht, ja, hat sich das doch bezahlt gemacht. Ich bin zufrieden. Ich bin tatsächlich echt zufrieden mit dem, was wir hier geschaffen haben. Der Zoo Gelsenkirchen, das war er. Im Großen und Ganzen. Ich werde versuchen, also jetzt rückblickend, Silvester die Tour, die Visite reinzumachen. Und dann sollte es, dann geht das Ding auch online, würde ich sagen. In the Workshop. Also jetzt zurückliegend, ihr werdet ihn dann schon haben können wollen. Cool. Ich bin tatsächlich echt begeistert. Ich glaube, das ist tatsächlich von allen Recreations meine beste. Und ich, also Hagenbeck fand ich schon toll und Hannover fand ich toll. Aber Gelsenkirchen, ich meine, ja, ne? In Gelsenkirchen hat man wenigstens keinen Berufsverkehr oder wie war das? Das war er. Das war die letzte Folge. Leute, ich bedanke mich. Schön, dass ihr so fleißig da wart und dieses Projekt unterstützt habt. Danke für die ganzen Rückmeldungen. Okay, der musste noch sein. in Gelsenkirchen muss das mal sein. Ich bedanke mich tatsächlich für die große Anteilnahme. Dann müssen wir jetzt mal gucken, was wir für neue Projekte starten. Wow! Vielen, vielen Dank. Ich bin Thomas Freaks. Bleibt bei den Visiten dabei und bei allen anderen. Und tschüss. Ich hätte nicht gedacht, dass es so enden wird. Enden? Nein, hier endet die Reise nicht. Der Tod ist nur ein weiterer Weg, den wir alle gehen müssen.